DLG mit Uli Gerhardt. Liebe Zuschauer von München TV, ich begrüße Sie ganz herzlich bei 3G. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Eine ungewöhnliche Perspektive mit Spiegel und allem Schnickschnack. Ich bin eigentlich seit längerer Zeit mal wieder bei DIT am Frankfurter Ring. Und zwar geht es um Toyota. Toyota ist ja im Moment sehr, sehr gut im Gespräch, weil sie eben ganz früh als eine der ersten auf die Hybridtechnologie gesetzt haben und seit dieser Dieselproblematik hat sich ja Toyota entschieden, gar kein Diesel mehr zu bauen. Und dann gibt es ein Modell, das zwar nicht brandneu ist, aber doch noch relativ aktuell ist. Das ist, und diese Frage beantwortet mir mein Gesprächspartner, Rainer Matusch, der für Toyota hier verantwortlich ist, schon ein Urgestein bei DIT. Herr Matusch, was ist das für ein Auto hier? Das ist der CHR von Toyota. Der ist seit letztes Jahr im Januar auf dem Markt, ist ein tolles, sehr futuristisches Fahrzeug, man hat das ja auf Styling geachtet, es ist einfach um die jüngeren Autofahrer auch wieder für die Marke Toyota zu begeistern. Ja, Toyota ist ja so eine lange Zeit so ein bisschen als graue Maus verschrieben gewesen, man baut Autos für die ganze Welt und dann ist das geschmacklich nicht immer jedermanns Sache. Wo würden Sie denn jetzt einordnen, wenn man spricht ja von der Golfklasse zum Beispiel, ist das mehr Richtung Polo, mehr Richtung Golf, welche Richtung ist das ungefähr? Ja, es ist ein SUV-Fahrzeug, geht in die Richtung SUV in der Golfklasse im Grunde genommen. Also höhere Sitzposition. Höhere Sitzposition und dementsprechend halt auch mit Hybridtechnik ausgestattet, was natürlich in der im jetzigen Zeitraum sehr, sehr wichtig ist. Ja. Hybridtechnik ist das Stichwort. Ich habe mich in meinen Sendungen schon mehrfach damit beschäftigt. Auch bei Lexus ist ja für Sie auch nichts Unbekanntes, gehört ja zu Ihrem Hause mit dazu. Vielleicht, da es ja sehr verschiedene Arten von Hybridtechnologie gibt, lassen Sie uns doch mal bei dem CHR hier sagen, was ist das, wie funktioniert das, welche Aufgabe hat hier der Elektromotor? Also man spricht ja bei Toyota und auch bei Lexus von einem Vollhybrid. Das heißt, das Fahrzeug ist mit einem Benzinmotor ausgestattet und zugleich mit einem Elektromotor. Diese beiden Motoren, die Energie, wird jeweils von dem benötigten Motor genommen über ein Steuergerät. Wichtig ist, dass man das Fahrzeug nicht aufladen muss. Es ist also kein Plug-in. Sie fahren nur an die Tankstelle, tanken das Fahrzeug voll und den Rest übernimmt das Fahrzeug. Okay. Das große Plus vom Hybrid ist, dass im Grunde genommen immer gerade die Energie genutzt wird, was er jetzt im Moment gerade braucht für das Fahrzeug. Und der Kraftstoffverbrauch ist deutlich geringer, bei der Hälfte von einem normalen Benzinfahrzeug. Das heißt, um es mal klar zu formulieren, wenn er mit dem Benzinmotor läuft, lädt sich gleichzeitig auch die Batterie wieder auf. Ist das richtig? Nicht ganz. Und zwar, es ist immer so, dass Sie fahren grundsätzlich elektrisch los, bis zur Geschwindigkeit von 40, 50 km/h. Dann schaltet in der Regel der Benzinmotor zu. Ja. Sobald Sie vom Gas weggehen oder einen Bremsvorgang einleiten und das Fahrzeug im Schubbetrieb ist, das muss man sich vorstellen wie bei einem Dynamo, bei einem Fahrrad, dann lädt er in die Hybridbatterie. Okay. Was hat er denn, wenn er jetzt die Batterie relativ voll ist? Wie viel kann ich denn rein elektrisch fahren, wenn ich Piano fahre? Sie können nicht grundsätzlich sagen, Sie fahren dann rein elektrisch. Ja. Es ist möglich, so circa 2 bis 2,5 Kilometer rein elektrisch zu fahren, aber es wird Sie immer wieder von Zeit zu Zeit der Benzinmotor zuschalten. Ja. Wir haben auch für unsere Probefahrten einen sogenannten Eco-Test. Da zeichnen wir genau auf, mit dem Einverständnis des Kunden vorausgesetzt,
die Fahrstrecke und was er im Moment gerade für Energie benötigt. Okay. Und wir kommen im Grunde genommen, wenn man dann die Auswertung fährt von der Strecke und von der Zeit, ungefähr auf einen elektrischen Anteil von ca. 50-74%. Okay. Das ist dann dementsprechend, wie man das Hybridfahren gewohnt ist. Das ist mehr Stadtverkehr. Ne? Also auf der Autobahn haben Sie sicherlich so gut wie keinen Hybrid, oder? Doch, Sie fahren auch auf der Autobahn teilweise elektrisch oder mit Unterstützung des Elektromotors, wenn Sie sich in einem Geschwindigkeitsbereich bewegen, so bis 120 km/h. Okay. Dann nimmt er teilweise auch den Elektromotor auf der Autobahn oder über Land. Vorletzte Frage. Er hat ja durch Batterie und Elektromotor ein höheres Gewicht. Realistisch, jetzt nicht irgendwelche Fantasiewerte, die im Prospekt stehen, die kein Mensch erreichen kann. Was würden Sie ungefähr sagen, aufgrund Ihrer Erfahrung, was hat er für einen Benzinverbrauch auf 100 Kilometer? Also Sie fahren das Auto circa mit einem Verbrauch von 5 bis 5,5 okay. Liter. Gut. Und in der Klasse ein vergleichbares reines Benzinfahrzeug bewegt sich zwischen 8 und 9 Liter. Ja, ja. Naja, das ist ja schon, ja. Macht schon. Jetzt die letzte Frage preislich. Wo geht denn das los? Es gibt ja hier auch wieder verschiedene Ausstattungsvarianten. Genau. Preiswerteste Lösung, wo geht das los? Die preiswerteste Lösung geht bei 21,8 los, ist ja. aber dann mit einem reinen 1,2 Liter ja. Turbobenziner ausgestattet. Ja. Die Hybridversion geht bei 26,5 los. Okay, prima. Ja, Herr Matusch, dann bin ich mal gespannt. Bisher sind meine Erfahrungen sehr gemischt mit Elektromotor, mit Hybridmotor, mit Plug-in-Hybridmotor. Ich bin mal gespannt, aber Toyota ist ja da wirklich fast Marktführer, kann man sagen. Sie sind unheimlich stark und ja. Toyota steht eigentlich für Hybridantrieb. Das ist der große Vorteil für Sie. Also wir bauen seit 26 Jahren ja. Hybridfahrzeuge, waren die ersten auf dem Markt, sind damals auch immer ein bisschen belächelt worden ja. mit der Hybridtechnik. Mittlerweile ist Heute es wirklich lächelt die, keiner mehr. Mittlerweile ist die Zukunft. Herr Matusch, bedanke mich ganz Nicht herzlich. Zu danken. Danke Ihnen. Schön. Liebe Zuschauer, das ist ja nun mal in voller Schönheit von oben gesehen, von oben betrachtet. Das ist der neue Toyota CHR Style Selection Hybrid. Style Selection ist eine der Ausstattungsvarianten, eine sehr gute. Und Hybrid, darüber haben wir ja ausführlich gesprochen, muss ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Wenn Sie das Auto sehen, glauben Sie auf den ersten Blick gar nicht, dass es sich um einen Toyota handelt. Man hat hier wirklich den großen Hammer ausgepackt und gesagt, wir verabschieden uns nun endlich mal von der Auftritt einer grauen Maus und wollen mal richtig jung daherkommen. Ich glaube, das ist rundum gelungen. Kantig ist er und er fällt auf. Er fällt extrem auf und das will er auch. Wobei man sagen muss, er polarisiert auch. Also es gibt viele begeisternde Stimmen dazu. Es gibt aber auch eine ganze Menge abfällige Bemerkungen. Aber das ist ja nur gut so. Es ist nicht jedermanns Sache, aber es ist ein Auto, bei dem man hinguckt und was vor allen Dingen jung daherkommt. Auch das war den Toyota-Leuten sehr, sehr wichtig. Wenn Sie das Auto innen sich anschauen, auch das ist alles jung, dynamisch, optisch gelungen. Was mich stört, ist, dass man immer noch relativ viel Hartplastik verwendet bei einem Auto wie diesem hier in der Ausstattung. Mit gut 30.000 Euro würde ich da gerne drauf verzichten. Die Sitze vorne sind sehr, sehr angenehm. Die Sicht ist mehr als bescheiden und da sind Sie froh, wenn Sie eine Rückfahrkamera haben. Das ist eben, weil die Optik Vorrang hat, muss man eben darauf verzichten. Genauso, wenn man hinten sitzt, das ist also schon fast unangenehm oder für Kinder vielleicht. Also Sie sitzen sehr tief, es ist sehr dunkel, weil die Seitenscheibe und die Heckscheibe hinten extrem klein ausfallen und die Höhe ist auch nicht allzu, also das hat so ein bisschen Höhlencharakter. Ich denke, Kinder werden sich da ganz wohlfühlen, ganz abgesehen davon, dass auch das Platzangebot hinten trotz der Länge dieses Autos mit 4,36 Meter mehr als bescheiden ist. Ja, liebe Zuschauer, die Ausstattung bei diesem Auto
Das ist ja Style Selection, das ist eine dieser Ausstattungsvarianten, ist hervorragend, der ist wirklich so gut wie alles drin. Was ich nicht erwähnt habe, das Lenkrad, das liegt sehr griffig in der Hand, er hat eine sehr gute Lenkung, die spricht sehr direkt an, nichts Schwammiges. Im Prinzip könnte man sogar sagen, damit könnte man sportlich fahren, aber das ist nicht die Stärke von diesem CRR zumindest. Das Lenkrad ist sogar beheizt bei der Style Selection Ausstattung. Dann hat er eine sensationell gute Soundanlage, also jemand, der gerne harte Beats hört, was zu der Optik gut passen würde, der kriegt richtig Spaß bei diesem Auto. Ja, kommen wir aufs Fahrwerk. Fahrwerk ist sehr ordentlich, sehr gut, gut abgefedert. Er ist nicht zu hart, er ist nicht zu weich, gut abgestimmt. Er fährt auch gerne Kurven, aber das Aber, die Motorisierung. Der Herr Matusch hat ja schon sehr gut diese Funktion von Hybrid erklärt. Dieser hier hat einen Vierzylinder-Benzinmotor mit 98 PS und der Elektromotor, der zugeschaltet ist, hat 72 PS. Nun addiert man aber nicht, sondern die sogenannte Systemleistung, wenn beide zusammenspielen, ist 122 PS. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber, jetzt kommt das Aber. Punkt 1, wenn Sie das Gaspedal streicheln, dann schnurrt er rein mit elektrischem Antrieb da fort. Wenn Sie aber beschleunigen wollen, schnell an der Ampel losfahren wollen, dann macht sich der Motor sehr, sehr deutlich bemerkbar. Es geht laut zu und man hat das Gefühl, der Motor ist zwar laut, aber der Wagen bewegt sich nicht so. Das ist sehr stark auch emotional bedingt. Aber Tatsache ist, auch wenn Sie auf der Autobahn fahren, der Motor wird relativ laut, dann geht natürlich auch der Benzinverbrauch kräftig nach oben. Und insofern ist diese Hybridkombination in Verbindung auch noch mit dieser stufenlosen Automatik keine Lösung, um sportlich zu fahren. Wenn Sie sich für Hybrid entscheiden, dann tun Sie in erster Linie was für Ihr Umweltgewissen. Von dem wirklichen Nutzen, da habe ich so meine Zweifel. Aber wie gesagt, 5,6 Liter Verbrauch und mit Hybrid haben Sie eben kein Thema Fahrverbot oder Ähnliches. Das war's, liebe Zuschauer. Mal wieder ein bisschen Zukunftsmusik oder Zukunft. Das ist ja schon Realität. Hybrid baut Toyota ja schon seit ewigen Zeiten. Aber ein hochaktuelles Thema. Beschäftigen Sie sich selbst damit. Schauen Sie sich mal an. Ich denke jedenfalls insgesamt ein gelungenes Auto für diesen speziellen Markt und vor allen Dingen auch, um jüngere Leute für Toyota zu begeistern. Ja, liebe Zuschauer, das war's. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Informationen liefern. Vor allen Dingen dank Herrn Matusch zu diesem Thema Hybridantrieb. Ihnen wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter. Genießen Sie den Frühsommer. Hoffentlich hält er lange an. Das war's. Montag, Donnerstag, 20.03 Uhr. Das wissen Sie. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiederschauen. Das war 3G mit Uli Gerhardt.